Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, Arane. In der letzten Folge haben wir nochmal einen Schrein gefunden und haben diesen Turm da aktiviert und haben das erste Mal gegen Exalfoss gekämpft, was nicht so geil lief, muss ich echt noch rausfinden. Und ja, wir haben außerdem diesen Bode hier kennengelernt und das hier scheint wohl sein Versteck zu sein oder so. Gucken wir uns doch hier mal genauer um. Hier haben wir eine Truhe, ich hoffe, er hat nichts dagegen, dass wir den bestehlen. Ein Feuerstein, okay, das kann ihm nicht so wichtig sein, oder? Ey, dein Schädel brennt. Eine Fackel. Könnte ich ein bisschen kochen? Oh, ein Pilz. Den nehme ich mal mit. Rüstling. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgebildet. Als Kochzutat festigt er vorübergehend die Knochen und steigert so die Abwehrkraft. Okay, interessant. Kann ich da hoch? Ob er den Unterstand gebaut hat oder ob er den einfach gefunden und übernommen hat. Okay, das hat ja nicht so gut funktioniert. Nein, das solltest du nicht tun. Du solltest eigentlich springen. Auf einmal kann ich hier oben nicht mehr laufen, oder wie sieht das aus? Aha, jetzt. Jetzt auf einmal nicht mehr. Was geht hier ab? Willst du bitte loslassen? Danke. Okay, halt eben nicht hier oben drauf. Das ist irgendwie zu kompliziert. Da kommt Link irgendwie ein bisschen durcheinander. Gehen wir einfach den Weg hier entlang und gucken, dass wir nach Kakariko kommen. Ja, schade. War schon zu spät. Sieht hier noch rum. Ein Hauer, okay. Den Stock lassen wir mal außen vor. Das ist nur ein Stock. So, jetzt heißt es latschen. Ach, guck mal da hinten. Das sieht doch sehr auffällig aus. Zeit für Sprengungen. Hier ist der Fluss recht dünn. Hier sollten wir durchkommen. Ja, kein Problem. So, was haben wir denn da? Höp! Aha, eine Truhe, cool. Ein Reisebogen, okay. Nehmen wir mit. Ich frage mich, ob es später noch... Oh. Effektivere Wege gibt, um im Wasser so... irgendwas zu machen, besser da Fische zu fangen und so weiter. Eine Angel wäre geil. Man kann es ja einfach mal probieren, oder? Oh. Wird schon schief gehen. Ja, ich habe nichts getroffen, okay. Aber ich habe alle ganz schön in Angst und Schrecken versetzt. Schade. Das ist jetzt doof. Ha, wieso eigentlich mit Pfeil und Bogen machen, wenn ich das Ganze auch einfach mit einer Bombe auslösen kann? Und Tschüssikowski. Da fliegen sie. Ich mag es, wenn sie fliegen. Du kannst auch fliegen gehen. Nimm mal diese Lanze. Yes. Und danke für dein Schwert, Kumpel.
Danke. Die haben aber deutlich bessere Drops. Viel häufiger Herzen und sowas. Und hier irgendwo muss noch ein Schrein sein. So, aber gucken wir erstmal, was eine Truhe ist. Ein Boomerang. Das Wolfvolk der Crocs soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Formkette ist im Idealfall zum Werfen und zurück. Also das will ich jetzt aber schon haben, ne? Nur was werfe ich dafür weg? Ah, eins der Schwerter muss weichen, das ist halt so. Ich hatte doch eins, das hier, das war schon etwas kaputt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das Ding will ich jetzt mal ausprobieren. Okay, man kann damit normal zuschlagen. But this is where it's at. Oh. Man muss das Ding selber auffangen. Gut, dass das hier gegengeknallt ist. Also wieder irgendwelche Pilze. Ich schätze mal, da vorne an diesem See oder was es sein soll, ist dieser Schrein. Hm, da oben was ist? Oh, hallo. Ah, ist gar nicht so einfach, das Ding zu fangen. Wo ist jetzt hin? Da. Yes. Und das! Okay. Oh ne, meine Waffentasche ist ja voll. Oh, wer ist denn da? Da ist der Schrein. Da hinten sind Pferde. Hey, cool. Ich habe Pferde gefunden. Ach, das ist wieder dieser Bodo-Typ. Okay, dann interessiert mich nicht. Hallo, Ziege. Na, vielleicht kriegen wir von irgendwem noch beigebracht, wie man Ziegen fängt. Ja, ganz gut. Ist das hier, kann nicht Kakariko sein, oder? Nein, das ist viel zu weit weg. Das ist definitiv nicht Kakariko. Irgendein anderes Dorf. Aber tut mal gut, andere Leute zu sehen. Hallo. Hallo, Sagessa. Guten Morgen, dich habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, ich habe dich hier auch noch nie gesehen. Also, ich war ja auch noch nie hier. Also, naja. Ja. Das stimmt. Ja, ich habe ziemlich Medizin. Tu ich doch, dude. Aber hey, wir kriegen fürs Dummstellen kriegen wir gratis Medizin. Das kann nicht verkehrt sein. Okay. What? 10? What? Okay, das finde ich ein bisschen overkill. Kannst du mir sonst noch irgendwas erzählen? 10.000 Jahre, ach du Scheiße. Das hat schon was. Okay, Freunde interessieren sich mal wieder nur für die Ästhetik. Halt die Dame. Autsch! Dude! The fuck is wrong with you? Nimm das! Okay, so kommen wir da nicht durch. Vielleicht kann ich einfach mal oben drüber klettern. Ja, die Dinger kann man natürlich nicht hochklettern, das ist ja klar. Okay, und was machen wir da jetzt? Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube ja nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nee, viel zu tief. Geh da weg! Geh weg! Shit, das geht nicht. Ha, was mache ich jetzt? Hier ist ein Rätsel. Sagessa, hilf mir! Das hast du mir schon gesagt. Das hilft mir leider überhaupt nicht. Shit.
Man könnte dann höchstens von oben da rein jumpen. Oder man kann gucken, was da oben das für ein Ding ist. Das sieht auffällig aus. Vielleicht kann mir das weiterhelfen. Wer zum Teufel hat diese scheiß Stacheln drin gemacht? Der gehört erschossen. Hoch da. Das ist nur ein Erz. Naja, Erz nehmen wir mit. Oder Bernstein, meinetwegen. Das sind nur noch mehr. Okay. Von hier aus komme ich bestimmt auch nicht da rein, oder? Oh doch, das geht, das geht, das geht, das geht. Oh yeah, nice. Das war hoch genug. Und der Wind war auf unserer Seite, wie es aussieht. Glück gehabt? Keine Ahnung. Aber der Wind scheint auch eine Rolle, eine wichtige Rolle zu spielen. Man muss schon darauf achten, wo der hingeht und so. Ich glaube, das hätte jetzt nicht funktioniert, wenn der Wind nicht gewesen wäre. Da sind wir wieder. Hallo, Hayudama. Wegweisendes Wasser. Würde ich sagen, das bräuchten wir unser Kryo-Dings. Sieht sehr aus, als bräuchten wir unser Kryo-Modul. Hep. Tja, das wird hier aber nicht funktionieren. Aber vielleicht... Jawohl. Okay, cool. Das geht also auch. Oha. Hm. Das heißt, jetzt geht es darum, dieses Ding da aufzumachen. Oh, da ist eine Truhe. Die will ich natürlich haben. Die Frage ist, wie komme ich da dran? So. Kein Problem. Violetter Rubin, cool. Endlich mal Money. Endlich mal Rubine, ey. Wurde auch mal Zeit. Ich hab die schon vermisst. Okay, ganz klare Sache, oder? Man muss einfach da so ein Ding hinhauen, dann fällt das Teil darunter und dann wird das geil. Oh, ich glaube, das war zu nah. Ja, das war zu nah. Ah, cool. So. Pock. Hm. Stasis. Bleib so. Es reicht aber nicht. Ach, man kann die auch frühzeitig beenden, okay. Ja, jetzt muss ich erstmal warten, bis das Ding wieder geht. Ja, muss noch ein Cycle warten. Ne, das funktioniert so nicht. Und ich kann ja dann den Dings auch nicht einfrieren. Wenn ich das einfriere. Aber ich könnte einfach... Okay, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach das Kryo-Modul wieder und machen es einfach damit. Ne? Wenn ich jetzt hier das hin... Ey! Jetzt da... Alter, lass das! Da einfach einfriere, dann kann das Ding ja nicht zurückweichen, ne? Tock. Dann brauche ich eigentlich nur da noch so ein Ding hinmachen.
Yes. Nice. Ich wette, mit dem Stasis-Modul hätte man das auch irgendwie lösen können, aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Tada! Ob ich da hochklettern kann? Hm, ich sehe da aber nichts von Interesse. Obwohl, da ganz oben, da könnte was sein. Da könnte was sein. Hier ist auf jeden Fall schon das Ende der Prüfung. Nein, Mann, da könnte was sein. Ich will da jetzt hoch. Das wird nicht einfach. Das wird wahrscheinlich eine komplette Zeitverschwendung, aber ich will das jetzt wissen. Nein, 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 nein. Link, pass bloß auf. Halt dich da doch fest, Dude. Dann muss ich dann erst wegmachen. Du musst halt was näher machen, so. Happy? So, und jetzt müsste ich darüber können. Scheiße. Das war nicht weit genug. Naja, da komme ich jetzt auch so nicht hin. Macht dann natürlich ausgerechnet den letzten wieder weg. Ja, du bist jetzt natürlich ganz falsch. Hep. 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 Nein. Ey. Ey. Gute Kamera im Weg. So, das wäre geschafft. Machen wir einfach das dahin. Es ist doch etwas schwierig, da dran zu kommen. Ach, das Ding reagiert auch gar nicht auf mich. Oh, okay. Ich dachte, das würde jetzt runterkippen, wie es bei diesem Ding gemacht hat, aber tut es gar nicht. Das macht uns natürlich die Sache deutlich einfacher. So. Hep. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Das war zu weit weg, das war dumm. Lieber kleine Schritte machen und dafür auch ankommen. Geht das so? Ja. Schöne Treppe, Arane. Schöne Treppe. Ah, na ganz oben komme ich gar nicht. Schade. Wie ich gesagt habe, komplette Zeitverschwendung. Naja, was soll's. Oh, aber darauf hätte ich vielleicht gekonnt. Ne, ich glaube nicht. Oh, da ist ja... Okay. Haben wir vielleicht doch etwas verpasst? Keine Ahnung. Aber ich bin runtergefallen, schon wieder. Dass ich aufgepasst habe. Wo zur Hölle bin ich? Okay. Na gut, beenden wir es. Dann wäre ich Spieleentwickler gewesen, ich hätte dann Secret versteckt. Aber man kann es auch komplett überspringen, okay. Gut, ich meine, die sagen sowieso nur das Gleiche, oder? So ziemlich. Und Rubine. Ich schätze mal, das ist nicht viel. Hey, die blöden Stacheln sind weg. Ja, anders wäre ich ja auch nicht weggekommen, ne? Okay, cool. Das hätten wir irgendwie gelöst. So, und was ist das jetzt für ein Umschlagplatz? Ey, lol. Ist das so ein... Das sind ja diese fliegenden... Das ist Terry!
Das ist Terry, what the fuck, was macht der denn hier? Und das sind fette Hühner und so. Stall der Zwillingsberge. Ey, yo, Terry, was geht ab? Wir können uns schon an dich erinnern, aber eigentlich spielt das ja auch eine Zukunft. Falls das, was ich glaube. Ich glaube, Woodworker spielt eine Zukunft. Also. Rucksack in Käfer. Oh, stimmt, tatsächlich. Aha. Für Edelsteine, okay. Lass mal gucken, was du hast. Holzpfeile. Ganz viele Holzpfeile. Wäre schon mal nicht verkehrt. Ausdauerschränken, ich wollte gerade einen Oktoberbonus. Ja, ich glaube, ich kaufe ein paar Holzpfeile. Kein Ding, Kumpel. Und ich glaube, ich verkaufe wieder ein paar von den ganzen Bockblinhauern und so einen Scheiß. Einfach um noch ein bisschen Kohle reinzukriegen. Habe ja genug davon. Ja, von denen verkaufe ich jetzt mal 11. Dann von beiden 25, das sollte ausreichen. Bei den meisten anderen Dingen muss ich halt erst wissen, wofür das überhaupt gut ist. Also Steinsalz, weiß ich, kann man schon mal zum Kochen verwenden. Und Feuerstein, damit kann man Feuer machen. Das ist nicht verkehrt. Die ganze Kochmaterialien will ich sowieso behalten, aber hier die Edelsteine. Ah, wer weiß, wofür man die noch brauchen kann. Ich meine, da wird bestimmt nicht umsonst gesagt, von wegen, dass da die Kraft von Blitz enthält. Moment, vielleicht kann ich die mit dem blauen Schleim mixen und dann passiert da irgendwas mit. Weil das steht ja, kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden und man sagt diesen Steinen nach, dass da Elemente drin wären, ne? Wer weiß, muss man mal ausprobieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es geht, weil Erze kochen ist schon irgendwie komisch. Aber wer weiß. Weil jetzt muss man sie auch irgendwie anders mischen. Kann ja sein. Ah, ist wieder das Vergessen. Ich nehme mal eure Äpfel, ja? Wenn ich dran komme. Okay, sie beschwert sich aber auch nicht so. Ich darf mir die nehmen. Das ist sehr nett. Da ist eine Fackel. Holzbündel. Cool. Zählt auch zu Materialien. Gut, das nimmt mir also keinen Platz weg. Das wollte ich wissen. Weiß ich, ob es bei den Materialien auch eine Platzbegrenzung gibt. Ein Hund! Hallo Hund! Es geht ab, Hund! Vielleicht habe ich Interesse an Pferden, ne? Das kann sein. Was für ein Sattel? Das ist kein Sattel auf den! Oha. Okay. Naja, also wir reden hier von Link, ne, nicht von mir. Also ich mag ja Kühe lieber. Rad und Trab, dein Ernst? Warte, dass wir den Spruch sagen. Okay, fragen wir die mal über Pferde aus. Wildpferde sind sehr scheu, ja. Okay. Ja, Ducken kenne ich schon. Okay, welche sind gut? Aha, mit farbigen Punkten. Reine Schirme oder Rappen, andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Aha, okay.
das macht Sinn. Okay, wie zählt man die überhaupt? Wäre gut zu wissen. Okay. Okay, beruhigen. Ah ja, okay. Okay, ich denke, ich weiß Bescheid. Guck mal, wie hier, oh mein Gott. Leute. Die Hühner hier scheinen keine Angst vor uns zu haben. Wie schön die Borken. Guckt euch das an. Dieses verzweifelte Gesicht. Hey, hallo. Hier, willst du einen Huhn haben? Was geht ab? Was soll diese komische Tracht? Das sieht voll dämlich aus. Okay. Die Wildpferde sind auch wieder zurückgekehrt. Okay. Die waren mal weg. Ich will eigentlich nach Kakariko. Ja. Oh, okay. Der hatte da was gegen. Ah ja, okay. Du kennst dich hier aus. Okay, erzähl mal was über Hateno. What the fuck is this? Ein Dorf am äußeren Rand Herules. Muss verhindert die Gegenwart gehen. Verschont, deshalb leben die Leute dort in Ruhe und Frieden. Das ist doch schön. Ein Forschungsinstitut? Okay, was ist das? Okay. Im Norden, okay. Wie sind andere Volksarme? Okay, über Wildpferde haben wir ja schon alles Mögliche erfahren. Okay, nachts ist gefährlich. Minecraft confirmed. Ach, jetzt kommt er nach drin. Okay, das ist cool. Die scheinen irgendeine Quest oder so zu haben. Da sind jedenfalls so komische Ausrufezeichen. Die habe ich schon mal bei Quests gesehen. Hier sind auch Betten, kann ich pennen? Zumindest nicht jetzt. Vielleicht nur nachts oder so. Naja, aber... Oh, da hat auch noch irgendwas für uns. Naja, wir werden hier in der nächsten Folge nochmal mehr mit den Leuten reden und vielleicht finden wir hier noch irgendwelche anderen interessanten Dinge. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder Schluss machen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge Breath of the Wild wieder. Bis zum nächsten Mal.